Der heutige Handelstag startet scheinbar unspektakulär, aber heute ist jede Menge Action und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben diese Action, auf das, was da zu erwarten ist. Und das wollen wir uns im Einzelnen gleich mal anschauen. Da haben wir nämlich Folgendes. Wir haben das BIP zweites Quartal aus den USA, dritte Veröffentlichung. Okay, ist unspektakulär, weil letzte Veröffentlichung wird daher nicht mehr so reinknallen. Wichtiger aber wird Joseph McGuire wird heute aussagen. Das ist der Director of National Intelligence, also der Geheimdienstdirektor der USA. Jener Mann, der sich geweigert hat, die schriftlichen Aussagen des Whistleblowers an den US-Kongress weiterzuleiten. Jetzt hat er sich einverstanden erklärt, genau das zu tun, bis Ende der Woche, nachdem eben dann geheimdienstlich bestimmte Passagen vielleicht geschwärzt werden. Jedenfalls wird er heute vor dem US-Abgeordnetenhaus, dem Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses genauer gesagt, aussagen. Und da wird man schon sehr genau hinschauen. Der Whistleblower selber hat ja sich bereit erklärt, auszusagen, dürfte dann eben auch vernommen werden, anonym sozusagen jenseits der Öffentlichkeit, damit hier Klarheit reinkommt in diese Geschichte, nachdem das gestrige Transkript nicht wirklich Klarheit gebracht hat, dass das Weiße Haus veröffentlicht hat. Immer wieder auffällig so Passagen wie, können Sie mir vielleicht den Gefallen tun, das wäre mir sehr wichtig. Also diese Sprechsituationen, die wir aus der Pate irgendwie ja schon erkennen. Schauen wir uns die weiteren Termine an. Anstehende Hausverkäufe 16 Uhr. Dann wichtig, 22.05 Uhr, Micron wird Zahlen bringen. Der ganze Chipsektor wird da sehr genau hinschauen. Der Tech-Sektor insgesamt, nachdem man ja gesehen hat, dass die Chip-Transporte, dass die Nachfrage bei Chips massiv eingebrochen ist im Gefolge der Abkühlung der Konjunktur. Und dann hat man die Hoffnungskarte gespielt, vor allem durch Micron selber, hat gesagt, ja, aber wir sehen das Ende der Talsohle, es geht dann wieder steil bergauf und heute wird sich zeigen, ob das wirklich gerechtfertigt ist, ob es wieder bergauf geht. Der Kurs von Micron, wie eben viele andere Semiconductor-Werte, ist deutlich nach oben gegangen. Aber Action haben wir heute vor allem dann auch bei der Fed. Mit Kaplan, mit Ballard, der gestern nochmal gesagt hat, ja, wir hätten ein 0,5% senken müssen. Mit Clarida, Fed-Vize, mit San Francisco's Daily, mit Neil Kashkari, das Dorwischste aller Fed-Mitglieder neben Ballard. Und Barkin wird auch dabei sein. Also es ist eine ganze Menge Action-Fed-Speaker, die hier an der Reihe sind. Wir kommen gleich zu diesen Repo-Thematiken, zum Cash-Crunch. Da werde ich auch noch mal gleich was zu sagen. Schauen wir uns aber erstmal an, was gestern eigentlich passiert ist. Wir haben verschiedene Headlines gehabt. Trump hatte das Transkript veröffentlichen lassen, merkte erstmal kurz runter, dann rauf, weil man gesagt hat, ist nicht so konkret, nicht das, was wir vielleicht befürchten mussten. Dann eine Stunde später Trump, China Deal could happen sooner than you think, könnte schneller kommen, der Handelsdeal mit China, als man denkt. Eine Stunde, zwei Stunden später dann, wir kommen näher und näher mit China, we are getting closer and closer, also permanent diese Hoffnungskarte, die Trump derzeit spielt. Wenn man ihn gesehen hat gestern bei der Pressekonferenz, bei der UN gestern später abends in deutscher Zeit, da wirkte er müde, angeschlagen, lustlos. Habe ihn selten so passiv gesehen, muss ich sagen. Also da ist irgendwas im Busch, der Mann ist durchaus angeschlagen. Dann nächster Push der Aktienmärkte, als der ukrainische Präsident Zelensky sagte, niemand hat mich zu irgendwas gezwungen, nobody pushed me, etc. etc. Wir sehen, dass inzwischen nach den gestrigen Erholungen an den Aktienmärkten der Fear and Greed Index wieder bei 59 ist. Wir haben also durchaus hier aufgeholt. Es ist von Panik weit und breit keine Spur. Wir sehen hier den VIX, die Volatilitätserwartung auf S&P 500 Aktien. Und wir sehen, wir haben hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter. Da sind wir nach oben ausgebrochen. Chart von Sven Henrik, by the way, sind dann genau in die obere Trendlinie gekommen und setzen jetzt zurück. Im übergeordneten Zeitfenster, sagt Sven Henrik, werden wir wohl einen Ausbruch, wenn wir hier über diese Abwärtstrendkanallinie gehen, bald sehen auf 26, 27 im VIX. Das wäre das höchste Niveau seit Ende 2018. Wir erinnern uns, im Dezember ging es ja so massiv nach unten, da waren wir sogar über 30 beim VIX. Also das wäre nicht ganz eine so heftige Korrektur wie im Dezember, aber es wäre eine sehr heftige Korrektur, wenn der VIX wirklich hier in diesen Bereich steigen sollte. Was haben wir noch? Wir waren bei der Fed, oder bleiben wir hier nochmal ganz kurz bei Trump, Odds of Trump being impeached by end of first term.
also die Wahrscheinlichkeiten, zu denen Trump möglicherweise des Amtes enthoben wird, zu Ende seiner oder bis Ende seiner ersten Amtszeit. Und die liegt bei gute 50% nach wie vor. Wir sehen also hier auf der Plattform Predicted, dass nach wie vor Trump offenkundig nicht ganz aus dem Schneider ist. Kommen wir zu diesen Repo-Aktionen. Wir haben gestern die Nachricht ja gehört, die Fed hat nochmal die Summe erhöht, die sie über die Repo-Aktionen in den Markt pumpt, von 75 Milliarden Dollar täglich auf jetzt 100 Milliarden. Wahnsinn. Sie hat auch die 14-Day-Repos von 30 auf 60 erhöht. Hier sehen wir diesen erneuten Anstieg, das wird dann nochmal jetzt in dieser Woche nach unten, nach oben gehen. Was ist da los? Wir haben faktisch die Situation, dass die Fed einen Versuch gewagt hat. Sie hat Quantitative Easing betrieben, hat die Bilanzsumme massiv ausgeweitet, dann die Bilanzsumme geschrumpft. Und faktisch ist das, was wir hier sehen, die Folge von Liquiditätsentzug durch Bilanzsummenreduzierung der Fed. Jetzt haben die Banken massiven Kapitalbedarf, gerade natürlich zum Quartalsende. Deswegen hat die Fed, weil sie merkt, der ist wahnsinnig viel Bedarf, die Pumpe nochmal richtig angeschmissen, pumpt nochmal mehr rein. Also wir sehen, dass hier ein immenser Kapitalbedarf ist, der letztlich daraus resultiert, dass die Fed eben ausgestiegen ist aus dem Quantitative Easing, eingestiegen ist in Quantitative Tightening, also Bilanzsummenreduzierung, und genau das ist nicht mehr machbar. Genau das kann nicht mehr funktionieren. Sofort sozusagen sieht man, wenn Ebbe ist, wer nackt gebadet hat, und es baden so ziemlich alle nackt. Genau das ist das Problem, warum die Notenbanken da weitermachen müssen. Apropos Notenbanken, abschließend hier noch Lautenschläger, Sabine Lautenschläger, deutsches EZB-Direktoriumsmitglied, ist überraschend zurückgetreten und hat überraschend das Ende ihrer Amtszeit verkündet, 2 Jahre vor dem offiziellen Ablauf. Sie will Ende Oktober ausscheiden. Damit ist sie die vierte deutsche EZB, das vierte deutsche EZB-Mitglied nach Issing, Jürgen Stark, Jörg Asmussen und jetzt eben Lautenschläger, die vorzeitig ihre Amtszeit beenden. Man, kein Geheimnis, dass Lautenschläger gegen die tragischen Maßnahmen gestimmt hat. Schauen wir uns die Charts an von Capital.com. Was wir hier sehen, ist das Abebben der Euphorie, der gestrigen Euphorie an der Wall Street, der S&P 500 bei 2.978. Schauen wir uns hier den Dow Jones an, 26.937. Waren wir gestern schon mal knapp über der 27.000er Marke. Was wird der DAX aus der Geschichte zaubern? 12.218. Hier sehen wir den Abverkauf, dann weiter Schwäche, dann gestern diese Zwischenrallye, die jetzt so ein bisschen verpuffte bereits wieder. Wir haben gestern Dollarstärke gesehen, leichte Versuche zur Stabilisierung bei Euro-Dollar 1,957. Wir haben, warum haben wir Dollarstärke gesehen? Wahrscheinlich, weil Handelskrieg-Optimismus reingekommen ist, wieder durch Sid Donald. Das ist meistens positiv, weil sich die Sorgen so ein bisschen verringert haben mit diesem Impeachment gegen Donald. Wir sehen hier den Goldpreis mit dem starken Fall gestern, aber immerhin jetzt noch über der 1500er Marke, und wir sehen den Ölpreis bei 56 Dollar und 35. Also, es ist zu erwarten, dass wir wahrscheinlich bis zur ersten Oktoberhälfte nochmal einen massiven Anstieg der Volatilität sehen werden. Da wird nochmal was passieren. Und da kommt nochmal was. Genau ist nicht zu sagen, wann das passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wir sehen derzeit jetzt den Versuch, sich zu erholen, zu stabilisieren, zu sagen, Mensch, ist doch alles nicht so schlimm, Impeachment kein Problem. Aber so richtig glaubhaft ist das nicht. Donald Trump mit einer Körpersprache, die auffällig ist, mit dem Versuch, die Märkte hochzuhalten, mit permanent optimistischen Aussagen. Warum sollten aber die Chinesen jetzt, wenn er schwach ist, plötzlich auf ihn zugehen? All das passt nicht so wirklich zusammen. Wir werden sehen, was heute vor allem die Fed-Speaker alles sagen werden. Da wird eine Menge kommen an Headlines. Da dürfte Action am Markt sein. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Donnerstag haben wir heute. Bis dann. Servus und ciao.